Ja, ich bin jetzt gerade darauf angesprochen worden, dass es nicht so richtig deutlich geworden ist. Ich habe zwar davon gesprochen, ich habe es erwähnt, aber nicht weiter ausgeführt. Und zwar die besondere Vieldeutigkeit der hebräischen Wörter. Das trifft nicht für jedes Wort zu, aber die meisten. Und das ist natürlich auch eine Schwierigkeit bei der Übersetzung. Und um das mal deutlich zu machen, nehmen wir mal das Wort Hack. So. Und das ist eine Graf hier hinten. Ich habe es jetzt nicht so schön gemalt. Das ist ein Graf, das heißt Hack. Das würde auf Arabisch bedeuten, das Recht. Auch eine Entsprechung haben wir schon wieder. Hack ist Recht. Ne? Und Hakikat ist die Wahrheit. Und Hak ist das Recht. Aber auf Hebräisch kann das bedeuten, diese zwei Zeichen, etwas Festgesetztes, etwas Bestimmtes, Maß, Ziel, ein bestimmtes Ziel, also sowohl ein unbestimmtes als auch ein bestimmtes Ziel, eine zukommende Gebühr, wenn jemand etwas zu beanspruchen hat, eine Verpflichtung, ein Anspruch, eine Bestimmung, kann aber auch heißen eine Regel, eine Vorschrift, eine Ordnung, ein Gesetz, ein Königsprotokoll. Unter anderem finden wir hier bei den verschiedenen Auslegungsmöglichkeiten, finden wir aber doch Ordnung, Gesetz. Und das harmoniert jetzt wieder mit der arabischen Bedeutung. Haq, das Recht. Ne? Dann schauen wir mal weiter. Da gibt es das Wort Hara. Zweimal H, ein R dazwischen. Was bedeutet das? Was kann es bedeuten? Es kann bedeuten brennen. Ich meine, es ist eigentlich ein fester Begriff, was brennen ist. Was gibt es da noch für Varianten? Brennen ist brennen. Eindeutig. Aber nicht bei den Hebräern. Es kann auch entbrennen bedeuten, kann aber auch bedeuten zornig werden. Und dann kommen andere Auslegungsmöglichkeiten. Und da schreibt man hier in dem wissenschaftlichen Wörterbuch noch dazu unsicher. Ich muss aber wieder sagen, hier ist eine Anmerkung, das ist Jesaja 240 und ist unsicher, da kommt das Wort vor. Das habe ich schon gar nicht bearbeitet, weil Jesaja, das ist alles schon wieder, sind jüngere Sprachperioden und Abschnitte, mit denen habe ich mich weiter nicht befasst. Aber immerhin, das kann heißen brennen, entbrennen, zornig werden, erhitzen, eifrig tätig sein, sich erzürnen, wetteifern. Oder wir haben hier, ja, da ist, wir haben hier Yara. Da ist hinten ein Vokal dran. Das ist ein I, das ist ein R und Yara. Yara. Das muss dann hinten lang gesprochen werden. Yara. Und Yara heißt, kann bedeuten, fürchten, sich fürchten, gefürchtet werden, furchtbar, das ist ein Unterschied, ob ich mich fürchte oder ob etwas furchtbar ist, in Furcht versetzen. Es kann aber auch bedeuten, Ehrfurcht, furchtsam, Ehrfurcht, Furcht, Ehrfurcht. Also, man sieht, es ist eine derartige Bandbreite da, sodass es dem Etymologen natürlich schwer wird. Ja, und da komme ich gleich noch auf einen interessanten Punkt. Dieses Sprachsystem, das ist ein Konsonantengerüst, eine Konsonantensprache, und die Worte werden nicht flektierend dargestellt. Die Flexion ist sozusagen die grammatikalische
Veränderung eines Wortes, die lautliche Veränderung eines Wortes aus grammatikalischen Gründen. Mit anderen Worten, wenn wir ein Substantiv in die Felle setzen, das Buch des Buches dem Buch etc., dann verändern wir die Lautgestalt durch ein Suffix, durch eine Endsilbe und stellen damit, wir verändern die grafische Gestalt, nicht, indem wir das dazu schreiben, und können natürlich dann auch die grammatikalische Lautgestalt auch ablesen. Aber wenn die gesamten Texte nicht flektiert sind, das heißt, wenn nur die Grundbedeutung des Wortes dargestellt wird und alles andere, jetzt musst du dir schon die Vokale dazu denken, jetzt musst du dir aber auch, du hast die Grundbedeutung eines Wortes, und dann musst du aus dem Kontext, aus dem Zusammenhang daraus herausfinden ungefähr, welches von diesen, was ja ähnlich ist in der Bedeutung, dann passen könnte. Und dann sehen wir schon, wie schwierig das ist, hier immer genau das Richtige zu treffen. Und dann können wir uns auch vorstellen, diese Schwierigkeiten hatten ja die Schriftgelehrten, die Masoreten, die jüdischen Schriftgelehrten, hatten sie ja schon nach dem 6. Jahrhundert, von der Zeit an, als sie bereits nicht mehr muttersprachlich Hebräisch sprachen. Das war ja für sie schon eine tote Sprache. Da mussten sie ja schon darüber nachdenken, was das wohl im Einzelnen bedeuten könnte. Und dann haben sie nach unserer Zeitrechnung, nach Christus, haben sie dann gesagt, so, jetzt ist nur Schluss mit dem Rumdeuteln. Wir legen jetzt einfach einmal fest, wie das zu lesen ist, autoritär. Wir bestimmen jetzt, wie die Vokalisierung angesetzt wird, welche Lautgestalt das Wort hat und was darunter zu verstehen ist. Und das ist das, was wir heute an biblischen Texten zur Verfügung haben. Und das ist natürlich schwer, weil wir das Urtümliche nicht haben. Ist das verstanden worden? Ja. Also vielleicht das noch dazu zu sagen. Es hat ja oft auch immer mal politische Auswirkungen. Wenn ich mir vorstelle, was in der letzten Zeit, in den letzten 2 Jahren, alles geredet worden ist von unseren Politikern, von solchen, die es sind und von den vielen, die es gerne sein wollen und nicht sind, über den Koran gesagt worden ist. Ja, da steht doch, im Koran steht doch hier, das so. Ich habe es selber gelesen. Ja, was hat er gelesen? Er hat eine deutsche Übersetzung gelesen. Und selbst die Araber, warum können die denn ihren Koran so vielfältig auslegen? Weil er nämlich genauso sphinxenhaft ist und so wenig korrekt ausdeutungsfähig wie das Hebräische, weil die Sprache ähnlich funktioniert. Und da haben wir jetzt das Problem, dass der Koran auch schon in einem altertümlichen Arabisch geschrieben ist, was selbst dem modernen Araber, der Hocharabisch perfekt kann, auch schon Schwierigkeiten macht, es zu erkennen. Der Koran ist eben auch nicht so eindeutig und die Worte sind nach vielen Seiten hin auslegungsfähig. Ich habe mich mal mit einem Muslim unterhalten, der auch ununterbrochen in seinem Koran gelesen hat und versucht hat, den Sinn zu erfassen. Und da hat er mir eine Stelle gezeigt und hat gesagt, hier komme ich nicht klar. Hier steht immer Kelleb, Kelleb, das heißt doch Hund, war ein Araber, war ein Syrer. Das passt nicht in den Zusammenhang. Dann habe ich gesagt, ja, denke mal drüber nach, das ist vielleicht Kelleb, die Handfessel. Der meinte Gefesselten. Und plötzlich hat es gepasst. Wobei man jetzt wieder sagen muss, wenn man weiterdenkt, warum heißt der Hund Kelleb? Vielleicht deswegen, weil er immer an der Leine war. Also das ist überhaupt so, auch was die Wissenschaft, haben wir ja schon drüber gesprochen, auch bei den Sumerern, wie sie dann ihre Deutungen vorgenommen haben, nicht? Aus Wahrscheinlichkeiten heraus. Und irgendwann, man muss es ja lesen können, machen sich genauso wie die Masoreten, legen sich dann ein Vokabular zurecht, so eine Art Wörterbuch,
Und das ist dann verbindlich für alle anderen, die sich mit Sumerisch befassen. Ich habe euch gezeigt hier, das Schamdreieck ist, solange es eine Bilderschrift war, eine Symbolschrift, war das Symbol für die Frau. Gut, war ja leicht zu erkennen. Schamdreieck kennt jeder. Und dann kommt der Kontext dazu und dann wird klar, es kann nur die Frau gemeint sein. Dann gibt es aber auch ein Symbol für Berge und Gebirge. Und dann sagen die Forscher, die sich mit Sumerisch befassen, wenn das Symbol für Gebirge hinter dem Symbol für Frau steht, dann ist eine Sklavin gemeint, weil die sich ganz offensichtlich aus dem Gebirge höchstwahrscheinlich die Frauen geraubt haben und zu Sklavinnen gemacht haben. Also, wenn jetzt die Symbolschrift gelesen wird und die Texte ermittelt, dann lesen die Leute schön brav ein Schamdreieck, das ist die Frau, und dahinter das Symbol für Gebirge, also lesen sie Sklavin. Kann ja richtig sein, muss aber nicht. Denn wenn eine Frau schwanger ist, hat sie auch eine Wölbung. Nicht? Ich könnte das genauso gut und vielleicht noch näher legen, könnte ich auch sagen, wahrscheinlich ist eine Frau und hier ist eine schwangere Frau gemeint. Auch das. Ich meine, ich kann das gar nicht nachprüfen. Ich bin kein Spezialist für Sumerisch. So ganz nebenbei. Aber das sind eben die Schwierigkeiten. Die Forscher legen sich da irgendwie fest, sonst können sie nicht weiterarbeiten. Machen wir wieder eine Pause. Wenn da nochmal eine Frage auftaucht, dann können wir nochmal einsteigen.